Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir schauen uns heute mal das HSW-Zeitraum namens Terminal an. Und ja, warum sehen wir hier keine Zeit? Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, weil es gibt ja drei verschiedene Klassen, Stufe 1, 2 und 3. Und je nachdem, welche Stufe wir nehmen, umso, ja, eine andere Zeitvorgabe. Ich habe hier die schlechteste Stufe am Start und haben wir hier am meisten Zeit. Und zwar eine Zeitvorgabe von 4 Minuten 37. Am schnellsten wäre es wahrscheinlich am einfachsten. Ich habe das nicht getestet. Erst mit der höchsten, mit der schnellsten Stufe und da dann einfach die Hakuta Drag hernehmen. Ist eben nur für die HSW-Fahrzeuge, beziehungsweise die man halt HSW tunen kann. Und das geht eben nur mit der neuen Version auf den neuen Konsolen. So, wo befindet sich das Ganze? Das befindet sich hier. Und wo müssen wir hin? Wir müssen einmal hier ganz hoch. Und zwar müssen wir dann hierher. Ich mache das Ganze aber trotzdem hier einmal den Ding, dass wir dann... Weil wir machen, also ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wenn man hier jetzt die Markierung her macht, dann würde er uns dahin lotsen. Kann man mit dem Motorrad, sage ich mal, schon machen, das ist jetzt kein Problem hier, aber daher ich es jetzt mit einem Auto mal mache, weil ich einfach Bock drauf habe, würde ich das nicht machen. Drum ich zeige euch mal eine Variante, die vor allem mit einem Auto sehr entspannt ist. Und zwar, wir fahren hier den Highway entlang und wir fahren den Highway aber, ja, also wir fahren dann nicht da so komisch, sondern wir fahren dann wirklich hier... Bleiben wir die ganze Zeit auf der Straße und fahren hier dann auf den Highway und dann geht es eben schon, ja, auf den Highway eben bis ins Ziel hoch. Wie das Ganze jetzt ausschaut, zeige ich euch mal, schauen, ob das Ganze hier First Drive funktioniert. 4 Minuten 37 haben wir Zeit und ja, komplett ohne Crash habe ich so eine halbe Minute Restzeit. 3, 2, 1 und ready to go, ich starte gleich mal rein. Ganz ohne Crashen wird es wahrscheinlich jetzt bei der Aufnahme wahrscheinlich nichts werden, First Try. Aber wir schauen einfach mal, ich gebe mir Mühe. Schon wieder, oh, erste Hindernis, hey. Ich habe das Ganze auch in der Nacht jetzt ein paar Mal versucht, den schnellsten Weg rauszufinden. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen weniger Verkehr. Aber sobald wir draußen sind von der Stadt, ist das Ganze auch leichter. Weil da ist dann die Straße breiter und es ist trotzdem weniger Verkehr. Da ist es dann unfallfrei zu fahren eigentlich relativ leicht. Aber bis wir mal aus der Stadt draußen sind, ist es schon eine kleine Herausforderung. Da wäre es mit dem Motorrad natürlich ein bisschen leichter. So, hier bremse ich schon ein bisschen rein, sonst springen wir da zu viel. Und wir bleiben, also wir sehen schon bei der Markierung, kostet natürlich auch alles Zeit, aber lieber bremse ich, als crash ich dann rein. Wir sehen schon die Markierung. Zeigt uns immer wieder neue Alternativen. Wir bleiben aber die ganze Zeit auf dieser Straße. Also ich bin bis jetzt kein einziges Mal abgebogen. Immer noch auf der gleichen Straße. Also sobald wir auf dem Highway sind, wird es auch... Naja gut, wollte gerade sagen, wird es auch ein bisschen leichter. Wirklich leichter wird es auch nicht, weil der Highway eng ist und so viel los ist. Hier über die Kreuzung, hier drüber bei den Ampeln. Und jetzt eben links. Also nicht, wie da der Weg schon wieder anzeigt. Sondern wir fahren jetzt wirklich hier links. Chuck. Jetzt fahren wir hier auf den Highway drauf. Jetzt ist die Markierung eh schon richtig. Und jetzt zeigt uns die Markierung eigentlich schon direkt, ja, den Weg bis ins Ziel. Hier beim Highway, ja, das ist immer so eine Sache. Ich fahre meistens irgendwie immer meistens rechts am Rand. Ist teilweise aber auch schwierig. Ja, man muss halt einfach schauen, dass man sich irgendwie halbwegs hier durchkämpft. Das ist natürlich nicht immer so einfach, weil hier echt teilweise richtig viel los ist. Jetzt geht's gerade. Muss mich trotzdem ein bisschen konzentrieren, also bald wir dann draußen sind. Hier im Tunnel kann ich euch raten, bleibt es ganz rechts am Rand, weil hier ist so eine Art Gehsteig und da hat man dann wirklich schönen Platz. Hier muss ich ein bisschen darauf, da ist so viel los. Es ist so viel los. Es ist so viel los. Ich rede jetzt mal nichts, ich konzentriere mich. So, und jetzt sind wir hier. Ja. Ja, es kostet echt viel Zeit, die ganze Zeit reinbremsen. Aber wir sind bis jetzt im Prinzip fehlerfrei. Und ab jetzt kann man sagen, lassen wir die Stadt hinter uns. Und jetzt wird es auch vom Verkehr hier wirklich entspannter. Und wir haben einfach auch mehr Platz. Wir haben auch keine Leitplanke, somit können wir auch schön mal in den Gegenverkehr ausweichen. Und das macht es jetzt wirklich eigentlich relativ leicht. Also wer es bis hierher jetzt fehlerfrei geschafft hat und ja so um die 2 Minuten 10 beim Stadt verlassen hat, sage ich mal, der ist absolut voll gut in der Zeit. Ich sage mal so, wenn ich jetzt hier keinen Unfall mehr mache, so 15 Sekunden werden wir schon noch Restzeit haben, aber stellt sich alles raus. Aber ich finde auf jeden Fall, so ist es wirklich eine sehr, sehr, ja, entspannte, gemütliche Route. Man muss sich nicht wirklich viele Abzweigungen merken und ja, man ist die ganze Zeit auf einer großen Straße und hat natürlich definitiv weniger Probleme, wie wenn wir jetzt wirklich durch die Stadt fahren würden. Da hätten wir natürlich dann noch mehr Probleme mit dem Verkehr, sage ich mal.
Jetzt geht er schon unter das Militärgebiet durch. Und man sieht ja, hier ist jetzt wirklich nicht viel Verkehr und ja, wir haben einfach so viel Platz. Das ist dann wirklich eine gemütliche Sache. Vorm Tunnel würde ich schon schauen, dass ich eher mittig bin, weil sonst kann es stressig werden mit der Tunnelwand. Ja. Ach, nee, komm, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Aber die Hammer. Also einen so einen richtig fetten Crash kann man sich schon definitiv erlauben, sage ich mal. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir haben jetzt noch exakt eine Minute Restzeit. Und ja, das sollte sich doch hoffentlich ausgehen. Wir sehen schon die gelbe Markierung, sehen wir schon auf der Minimap. Und jetzt einfach hier, ja, also sagen wir so, einen großen Fehler darf man sich jetzt definitiv nicht mehr erlauben. Jetzt kommt nochmal eine schwere Stelle. LKW ist auch im Weg. Okay, den können wir schön umfahren. Reinbremsen, nicht zu schnell. Das war zu schnell, oder was? Ich hab doch reingebremst. Aber komm, das schaffen wir trotzdem. Das schaffen wir, oder? Ja, komm. Wir sehen jetzt hier schon rechts, sehen wir schon auf dem Hügel. Sehen wir die Markierung, können aber leider nicht rüberspringen. Wir kürzen jetzt auch nirgendwo ab, sondern wir fahren jetzt wirklich den regulären Weg. Wir kürzen auch hier nicht ab. Zu spät reingebremst, oder was ist los? Aber es geht sich aus. Wir haben noch 12 Sekunden Zeit. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden Zeit. Okay, geht sich aus. Ganz gemütlich. Ganz, ganz, ganz entspannt mit, ja, keine Ahnung, 8 Sekunden Restzeit oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Zeit wir jetzt insgesamt Zeit gehabt hätten. Ja. Ein paar Fehler waren drin durch die Stadt. Das hat wirklich viel Zeit gekostet, weil ich immer wieder bremsen musste. Aber wie gesagt, ein kleiner Tipp: Macht das Ganze in der Nacht. Das ist definitiv leichter. Und nimmt die Hakuta Drag mit HSB-Tuning her. Wenn ihr die habt, dann ist das. Ich habe es nicht getestet, aber rein theoretisch müsste es wesentlich leichter sein. Erstens vom Verkehr her. Und trotz all dem, dass man weniger Zeit hat, ist man trotz all dem nochmal schneller wie mit dem Auto. In Summe, also von dem her, ja. Aber ich hoffe, euch hat die kleine Route hier, die Routenerklärung gefallen. Dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und in dem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, haut rein, euer Luzi und ciao.